Ich habe mal wieder richtig Bock aufs Karpfenangeln. Also ab zum Bernsteinsee, verschiedene Köderkombinationen testen und rumprobieren, wie man am leichtesten mit einfachen Ködern hier an dem Spot die Karpfen rauszieht. Also legen wir direkt los hier. Die ersten Ruten sind draußen, die ersten Köder sind auch schon draußen. Und ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen rumprobiert und habe hier die ersten Kombinationen ganz gut gefunden, die zumindest jetzt erstmal hier was liefern. Ja, größentechnisch bin ich schon so ganz zufrieden. Tendenziell bin ich wieder eher auf Masse aus und weniger auf dicke, fette Trophies. Also ich will hier ein bisschen Kohle machen, vielleicht auch noch ein paar Skillpunkte kriegen im Grundangeln. Und dafür ist das dann ganz praktisch und ganz gut, wenn man hier mit relativ kleinem Setup steht und dann eben hier versucht, die Karpfen rauszuziehen. Von der Kombination her ist es auch relativ simpel. Ich habe gerade verschiedenste Maiskörner mit Pop-Up-Rig getestet. Und jetzt habe ich hier mittlerweile zwei verschiedene Montagearten dran. Einmal klassische Haarmontage. Die hat man ja relativ schnell freigespielt und jetzt im Anschluss dann Pop-Up-Rigs. Das ist auch noch mit dran, jawohl. Und wir gucken uns auch gleich mal die verschiedenen Köder an. Eine Futtermische habe ich auch zusammengebaut und zwar ganz normale Futtermische in Bällchenform. Heißt also normal die Bällchen, keine Futtermische ins PVA gekloppt, sondern einfach mal nur als Bällchen da reingeschmissen. Ich bin ja hier auch nur auf 15 Meter Entfernung draußen. Also, da muss ich jetzt nicht irgendwie extra ein PVA haben oder eine Futterrakete, sondern da kann man einfach nur auf 15 Meter weit werfen und gut ist. Na, komm ran. Auch immer schön die Fische ein bisschen im Wasser lassen, damit man hier die großen Gewichte nicht so heftig durch die Luft schleudert und das gesamte Gewicht des Fisches dann auf der Rute lastet. Das wollen wir ja nicht. So, kommt ran hier. Ja, mit so ein paar kleineren rechne ich natürlich auch die ganze Zeit. 1, weil ich natürlich auch hier mit relativ kleinen, kleinen Boilies unterwegs bin. Auch wenn man hier zum Beispiel nur mit Pop-Up-Rigs unterwegs ist. Pop-Up-Rig nur mit den Maiskörnern, doppelt Mais zum Beispiel, ist das auch immer wieder richtig gut zum Testen. Guck mal hier, gerade ausgeworfen, sofort wieder Biss. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Also wir gucken uns mal gleich Stück für Stück die Setups an. Von der Position her perfekt für Lauffaule, so wie mich. Also einfach nur hier vom Spawn aus eben runtergehen. Vielleicht vorher noch hier ein bisschen was shoppen, was einem fehlt. Zack, direkt runter hier auf den Anleger und schon ist man hier auf 15 Meter geklippt, wie gesagt. Und dann kann es auch direkt losgehen. Dann kann man doch hier schon ordentlich was rausziehen. Und kohlemäßig, glaube ich, wird das auch gar nicht so schlecht, denn die Größen, die bisher reingehen und die Frequenz, das sieht bisher schon richtig gut aus. Anfangs natürlich noch ein bisschen mit den Aromen getestet. In letzter Zeit war sowas wie weiße Schokolade immer angesagt. Das ging ganz gut. Auch Vanille und Sahne. Und jetzt bin ich aber komplett auf der Sahne hängen geblieben. Bäm, 12 Kilo sogar. Sehr schön. Und die Sahne scheint hier auch richtig gut reinzukicken. Und ist natürlich auch relativ simpel. Auch simpel von der Futtermische herzustellen. Weil wir da natürlich auch verschiedenste Komponenten haben. Das heißt, wir können richtig schön sahnige Futtermische herstellen und dementsprechend dann den gesamten Spot eben auch richtig gut anfüttern, komplett auf diese sahnigen Aromen. So, komm mal ran hier und dann gucken wir uns gleich mal, ach, es geht direkt weiter, Wahnsinn. Da kommen den Kleinen, den kriegen wir auch noch so und gebe ihm raus damit. So, wir gucken mal am besten direkt rein, hier war jetzt gerade der letzte Fisch drauf. Also das Setup ist natürlich hier komplett übertrieben. Hier würde man durchaus noch mit der HSV zurechtkommen auf 19 Kilo bzw. 18 Kilo an Vorfach und dann auch hier 1er Haken. 27 Kilo habe ich jetzt hier gerade eingestellt, weil mein Setup eben schon soweit verschlissen ist, damit ich hier die Rute nicht noch weiter groß verschleiße oder hier irgendwie was kaputt geht, habe ich hier einfach nur ein kleineres Vorfach mittlerweile gewählt. Und ja, 1er Haken und in dem Fall hier gerade süße Sahne mit einfach nur Sahne Mais und Sahne Dip.
Und das ist jetzt hier einmal die eine Kombi. Da ist auch schon wieder was dran direkt. Sehr gut. Aber auch eher was Kleines, ja. Ja, da sind jetzt so ein paar kleine. Aber das passiert einfach, weil wir eben hier auch mit diesen kleinen Boilies unterwegs sind. Dafür dann aber eine hohe Frequenz haben, ne? Das ist auch durchaus okay. Die kleinen Dinger, wenn die nicht hier ständig da sind, dann ist das voll okay. Wenn die zwischendurch immer mal wieder dabei sind, dann dürfen die ruhig. Ja, das hier ist die Rute mit der klassischen Haarmontage. Heißt also sinkende Boilies. Und die sinkenden Boilies haben wir auch hier wieder mit süßer Sahne Soluble. 16er Größe und 12er Größe. 12er Größe, jetzt habe ich hier mal Kokossahne mitgenommen. Auch wieder mit Sahne Dip. Aber hier muss ich sagen, ja, da kann ruhig ein bisschen mehr Frequenz kommen. Vorteil hier natürlich, Soluble, also auflösende Boilies. Das heißt, man hat nochmal mehr Aroma im Wasser. Kann man natürlich auch durchaus verwenden, wenn man sagt, okay, ich lasse erstmal die Futtermische komplett weg und schmeiß erstmal nur diese Soluble Boilies rein und teste das, ob die angenommen werden oder nicht. Und wenn das dann an dem Spot funktioniert, so habe ich das jetzt gerade hier auch gemacht, wenn das funktioniert, wenn die Aromen angenommen werden, dann im Nachhinein erst die Futtermische zusammenbauen, dann reinschmeißen und gucken, ob sich das dann noch verbessert. Ja, und hier zuppelt es gerade auch schon wieder los. Gucken wir auch hier nochmal eben rein. Hier ist jetzt nochmal weiße Schokolade mit Vanille und Milchcreme. Und das ist auch eine Kombi, die jetzt gerade eben mehr oder weniger immer mal wieder zu sehen ist. Also das mit der weißen Schokolade sieht man immer mal wieder oder Kombination mit Vanille. Und da passt eben auch dieses Milchcreme als Dip ganz gut. Zack, guck mal da, läuft doch. Ja, was ich vielleicht gleich noch ändere, ist hier in der Mitte die Kokossahne. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig an Frequenz. Da könnte ruhig noch ein bisschen mehr kommen. Und auch hier gehe ich vielleicht gleich nochmal rein und ändere hier vielleicht nochmal eher auf Sahne. Dass wir hier die Vanille vielleicht rausnehmen oder ich nehme die weiße Schokolade raus. Also da immer natürlich versuchen zu optimieren. In Gänze muss ich sagen, ist das jetzt hier für die letzten paar Minuten, 5 Minuten gar nicht schlecht. Das ist halt immer ein gutes Zeichen. Mehr Fisch als Minuten. Da geht es auch schon direkt wieder ab. Sehr gut. Weißt du was, wir gucken nochmal eben. Ja, größenmäßig auch gar nicht so schlecht. Und wir gucken natürlich auch gleich nochmal kurz in die Futtermische rein. Aber da geht noch mehr. Vielleicht machen wir hier nochmal die Sahne drauf. Statt Milchcreme erstmal Sahne. Und dann das weiter testen. Vielleicht läuft das ja noch ein bisschen besser. Und hier gucken wir mal, dass wir Kokossahne wegnehmen. Habe ich was mit süßer Sahne? Einfach nochmal süße Sahne Soluble. Haben wir aber schon einmal drauf. Kokossahne, einfach nur normal süße Sahne ohne Soluble. Wir könnten natürlich einen 12er und einen 16er Boilie machen. Machen wir das einmal. Das ist jetzt komplett auch hier wieder auf Sahne. So. Locker. Und hier vorne geht es gerade los. Hier bimmelt es dann auch schon wieder. Das ist jetzt hier die Pop-Up süße Sahne mit dem Mais. Genau. Ja, und so tastet man sich halt Stück für Stück ran immer und versucht hier die Kombination zu optimieren und versucht, dass man eben noch besser eine höhere Frequenz vielleicht hinbekommt. Das natürlich im Idealfall immer mit so etwas kleineren Boilies und natürlich dann auch der richtigen Futtermische. Wie gesagt, Futtermische gucken wir uns gleich nochmal eben hier an. Da haben wir sie doch irgendwo. Karpfensahne benutzen. Ich schmeiß auch noch mal ein paar raus. Und zwar habe ich die immer so locker geworfen. Genau. Also wenn man sieht, wo die Routen hinwerfen, wir können das ja jetzt hier nicht irgendwie einstellen in der Meter, sondern von den Metern her einstellen, sondern wir müssen halt schon gucken, wie weit laden wir auf. Wenn wir ein, zwei Bällchen vielleicht daneben werfen, dann ist das soweit okay. Wir haben aber auch einen Radius von 2,5 Metern. Das heißt, der gesamte Spot ist doch schon recht groß. Und wenn wir sehen, dass die Routen, wenn wir den Clip auf 15 Meter haben, hier einschlagen, also genau zwischen diesen beiden Schatten von den Bäumen, dann ist das eben hier, glaube ich, ganz gut, wenn wir so aufladen. Nicht maximal, aber so weit, wie es gerade geht. So, machen wir nochmal 3, 4 Stück hinterher. Perfekt. Ja, dann kann das hier schön wirken.
Wir haben natürlich noch gar nicht reingeguckt. Wir gucken jetzt natürlich auch nochmal rein in die Karpfenmische-Sahne. Die ist auch relativ simpel zusammengebaut im Detail. Mais als Basis. Alles, was so ins Süßliche geht, da ist Mais auch immer eine ganz gute Kombination. Mais für Karpfen, Mais natürlich aber auch für Schleier und sowas. Aber jetzt hier in dem Fall Mais als Basis, gar nicht so schlecht. Und dann natürlich alles, was wir haben an Sahne-Feed-Pellets. Und in allen Variationen jetzt hier die größten genommen. Also die 8er, 12er und 10er, das waren jetzt hier die größten von Sahne-Feed-Pellets. Kokossahne und süße Sahne. Mais immer noch mit dazu nehmen. Zum einen haben wir ja Mais als Basis, aber auch Maiskörner mit drin. Deswegen nehme ich hier auch immer noch gerne Mais mit rein. Und natürlich Sahne als Aroma reingetippt. Na guck, gerade nochmal geändert hier. Und schon geht es hier auch wieder los auf klassische Haarmontage. So soll das doch sein. Gerne mehr davon. Ja, und wenn ihr dann denkt, ach Mensch, jetzt können aber auch ruhig mal ein paar dickere reingehen. Dann natürlich auch zwischendurch mal hier vielleicht ein Setup komplett ändern. Wir können das ja mal mit dem machen. Dann ändert man einfach mal ein Setup um. Ich glaube, ich gehe auch mal hier wieder auf klassische Haarmontage. Einfach so auf dem Grund. So. Und dann nehmen wir hier Doppelboily. Wählen wir aus. Und gehen dann hier komplett auf Sahne. Und zwar machen wir hier einmal Soluble 16. Ah, warte, ich könnte auch mit Pellet, ne? Nehmen wir mal Pellet und Boily. Also, hier haben wir einmal süße Sahne, Feed Pellets. Gerade nur 14er, muss ich mal gucken, da gibt es bestimmt auch noch größere. Muss ich gleich nochmal nachkaufen. Und dann nehmen wir hier den 20er Soluble. Sahne lassen wir so, wie es ist. Also, Pellet und Boily, jetzt ein größerer, auflösender. Und dann hauen wir den mit raus. Zack, auch da vorne genau hin, wo die Futtermische war. Und dann hoffen wir, dass dann da die großen Brocken reingehen. Ja, also gar nicht so schlecht. Der erste Test hat natürlich ein bisschen gedauert, dass man dann auch rauskriegt, was funktioniert am besten. Und dann hier einfach, ja, einen nach dem anderen hier oder mehrere in einer Minute. Das ist dann, wie gesagt, immer ein richtig gutes Zeichen. Und so kann es dann auch gerne weitergehen. Und so ziehe ich jetzt auch weiter durch. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.